Seid ihr herzlich willkommen. Ein Venus-Orakel. Venus ist hier sichtbar im Bild und das Thema ist natürlich die Energie von Venus und das heißt deine Weiblichkeit, deine Schönheit, die Harmonie, aber auch Thema Liebe. Venus symbolisiert diese Thematik. Und erstmal schauen wir an dein Gegenwart. Dieser schlaue Fuchs bedeutet entweder negativen Gedanken und Gefühlen, wie zum Beispiel, ach, das wird sowieso nichts, oder Ängste oder Zweifel, weil du zweifelst an dir selbst oder zweifelst an dieser Liebe. Aber dieser schlaue Fuchs kann eine falsche Person auch sein. Und diese Person beobachtet dich oder beobachtet euch, ist neugierig, falsch, ist vielleicht Intrigen im Spiel, oder jemand neidisch auf dich ist, auf deine Schönheit oder neidisch auf diese Liebe. Deine Vergangenheit. Dieser Baum zeigt Stabilität, verwurzelt zu sein, war auch ein großes Bedürfnis, deinen Platz einnehmen im Leben, auch beruflich, auch wohnlich, auch in der Liebe. Dieser Baum zeigt auch Gesundheitsthemen. Entweder arbeitest in diesem Bereich, kann sogar sein, dort hast du diese Falschheit, oder warst du krank, oder jemand in Familie, oder warst du in einer bestimmten Lebenssituation, wo dich regelrecht gekränkt hat. Deine Zukunft. Die Mäuse können etwas entfernen. Ich sage auch immer, dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Das könnte Verlust sein oder Verlustangst. Aber weil hier Krankheit liegt und Falschheit liegt, dann helfen die Mäuse, helfen all das aus dem Weg räumen. Also kommt Heilung, mehr Stabilität und die Mäuse entfernen diese falsche Person. Und jetzt schauen wir an seine Schritte. Was wird er tun? Wie sieht er dich? Wie sind seine Gefühle? Was ist sein Plan? Und das zeigen die unteren Karten. Das ist der Lebensweg und hier sind noch Steine im Weg. Und das bedeutet noch Hindernisse, Schwierigkeiten. Aber er räumt die Steine aus dem Weg. Und hier sehen wir die Zukunft und das bringt euch Glück. Dann erscheinst du auch hier in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen und das bedeutet, du bist ihm sehr, sehr wichtig. Erscheint er auch hier und lenkt die Geschehen. Es ist sehr schön bei einem Orakel, wenn beide da sind, der Mann und die Frau, weil das bedeutet, ihr gehört zusammen und er steht dazu. Es sind noch zwar Unklarheiten, zeigt diese Wolke. Das sind die Stolpersteine im Weg, manchmal die Angst.
aber er räumt die Unklarheiten weg. Wolke bedeutet auch die Zeit halbes Jahr. Das Innenhalb halbes Jahr sind die Schwierigkeiten vorbei, aber aktuell steht er schon zu dir. Und die Zukunft, eine gemeinsame Zukunft. Diese Schlange versucht, das zu zerstören. Immer diese falsche Frau. Er plant mit dir die Zukunft. Du hast auch hier die Hoffnung. Aber die Schlange kann eine Frau sein. Zum Beispiel diese falsche Frau. Wenn das so ist, dann versucht sie, alles in Bewegung setzen, zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Aber durchaus ist auch möglich, dass diese Frau hilft. Das kann eine Freundin sein, eine Kollegin sein. Aber was ich vermute, was euch beide betrifft und eure Zukunft betrifft, dass diese Schlange Heilung bringt. Ja, Heilung und mehr Klarheit, mehr Orientierung. Das ist nämlich die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Aktuell ist noch eine falsche Person da, aktuell sind noch Probleme da, aktuell kränkt noch etwas, aktuell ist etwas noch undurchschaubar, wobei die Mäuse helfen schon langsam, diese Probleme aus dem Weg räumen. Und diese Schlange bedeutet dann die Heilung, die Transformation. Das ist jetzt eine Übergangsphase und diese Schlange kann eine Frau sein oder mehreren Frauen, eine falsche Frau. Und diese falsche Frau verschwindet, weil die Mäuse die Falschheit entfernen. Und eine zweite Frau, wo eure Beziehung unterstützt und hilft. Und das war Venus Liebesorakel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked oder meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.